bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Edden. Komm, tötet den endlich. Kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Ja, lass ihn leiden. Du weißt schon, dass es mein Ex ist? Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja. Natürlich, ich will sehen, wie du... Das ist meine kleine Rache. Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Ich werde dir alles sagen, aber erst tötest du den. Das muss schmerzhaft sein. Noch machst du auch gar nichts. Nur zu antworten. Du machst doch gar nichts. Nicht länger leiden müssen. Antwort? Was muss ich tun, damit sie sprechen? Wie wär's, wenn du den mal foltern würdest? Also ich meine, bis jetzt hältst du den nur fest. Möglicherweise brechen sie ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Du hast doch noch gar nichts gemacht. Okay, jetzt hast du was gemacht. Jetzt wissen wir, dass du es ernst meinst. Oh, du hast das Ei rausgeschnitten, oder? Vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Dann lass es doch einfach. Oma Sean Colley. Heißt das, das war heute mein Auftrag? Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. So, jetzt ist der eine zu Snake geworden mit nur einem Auge. Jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Wir gehen rein und machen Boom. Nein. Und ich habe eine ganz spitze Nase. Oh, da sollten wir gleich aufsteigen. Können wir noch mal runtergehen? Wie spannend. Oh, das war schon wieder zu viel. Nee, jetzt geht sie wieder. Der arme Jody, der läuft in der Rotze runter, wie die gerade im Gesicht aussieht. Nein, das ist die falsche Richtung. Jetzt müssen wir uns den bösen General darstellen. Aiden, kannst du Leute... Oh ja, hier, wir nehmen den General. Und mit dem General auf unserer Seite. Komm mit. Was? Aber. Sei still und folg mir. Ei, 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 ei. Ich laufe wie ein besoffenes Zockel. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass was nicht stimmt. Ich denke mal, Kondensator ist da, wo bewaffnete Männer stehen. Ich brauche aber kein Iris-Scan, das ist ja nicht blöd, weil ihr momentan keine Augen.
Tür da drüben. Das muss der Weg sein. Wie wär's, wenn du nicht so viel auf Englisch sprechen würdest? Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Das ist zu einfach, da ist was faul. Ah, das ist das Dämpfel. Lauf nicht durchs Dämpfel! Jody! Jody, was ist da los? Jetzt wissen wir wenigstens, was am Dingsbobusfeld passiert ist. Okay. Und weiter. Ah. So, Aiden muss jetzt... Aiden, was mache ich jetzt? Ich komme nicht da lang. Ich komme nicht da lang. Aua. Aua. Ah. Stopp. Jetzt kann ich auf einmal hier durchgehen. Ich bin losgelöst. Ich bin frei. Ich werde jetzt ein bisschen Amok laufen. So, wo geht's denn da hin? Wir haben hier eine Waffenkammer. Das ist da, was ist. Nee, da können wir nichts machen. Ah, hier. Tschüsschen. So, da ist schon mal einer ausgeschaltet. Aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Aber auf meinem Weg nehme ich alle mit. Wer mich von meiner kleinen Jody trennt? Oh ja. Hehe. Hopp, hopp. Jetzt wissen wir auch, was für ein wichtiger Notfall das war, zu dem der gerufen worden ist. Aiden, ich brauch dich. So funktioniert das nicht. Ja, ein. Wir, Jody, wir kommen. Müssen nur gucken, wo es hier. Oh, ja, Duschen sind immer gut. Hoffentlich gibt es hier weibliche Besatzung. Nein. Okay, hier komme ich also auch nicht durch. Schlafbetten. Nein, mit den Herren kann ich auch nichts machen. Wo bist du eigentlich? Ja, Jody, halt einfach durch. Okay, Werkzeugkammer. Okay, hier kann ich noch nichts machen. Natürlich den Hebel, der alles entscheidende Hebel, den kann ich nicht betätigen. Nochmal wieder typisch. Ah, da ist noch eine Tür. Da können wir noch durchgehen. Hier gibt es Nudeln anscheinend. Aiden. Ja. Entschuldigung, ich wollte gerade fertig gucken, aber... Ah, hier ist nochmal eine Tür. Da kann man auch durch. Ich will jetzt ein blödes Sicherheitsfeld. Diese blöden Sicherheitsfelder.
So, gucken wir nochmal in die Waffenkammer. Der liegt noch da. Mit dem Kopf in der Wand. Kann hier hinten noch nichts machen, oder geht da noch ein bisschen? Nein. Da komme ich auch nicht lang. Nein, da kann ich auch nichts machen. Ich frage mich gerade, wie ich hier weiterkommen soll. Der Einzige, den ich irgendwie manipulieren konnte, haben mich gleich rausgeschmissen. Dadurch? Nein. Nein, da ist auch nichts. Geh mal durch die Rücktür, vielleicht steht er jetzt hinten draußen. Okay, so weit komme ich auch nicht lang. Ja, mei, Schlafzimmer noch mal. Da ist er ja. Hier. Jetzt können wir dich da übernehmen. So, und diesmal lasse ich mir keinen dazwischen kommen, weil diesmal greife ich erstmal zu den Waffen. Ab in die Waffenkammer. Da ist jetzt auch keiner, der mich stören könnte. Am besten nehmen wir sowas wie eine Handgranate, Panzerfaust. Lasergewehre, die müssen doch garantiert Lasergewehre haben. Wer eine Unterwasser-U-Boot-Geheim-James-Bond-Basis hat, der hat doch garantiert auch irgendwo Laserwaffen. Auf einmal ist... Okay, wir haben eine AK-47. Mein Gott, sind wir hinter... Aber geheime U-Boote können wir machen. Okay. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund hier! Jetzt hätten wir auch den Hebel umlegen können. Oh oh, guck, was du angetan hast. Ja, renn! Du bist mich jetzt offiziell ein Verräter. Aiden. Ja, ich komm schon. Du bist da. Schnell. Oh. Schnell. Finde mich. Ja, ich hab gleich. Da. Okay, eine Wunde und. Wunde Nummer 2. Ja. Aiden. Du bist hier. Ja, wo soll ich sonst sein? Schnell. Hol mich hier raus. Muss ich denn hier alles selbst machen? Okay. Und. Karo! So, okay, wir können raus. Madame. Wir gehen in die Richtung. Oh, warum müssen wir unbedingt... Ryan hier. Ryan? Ryan, bist du da? Den hätten wir. Und die hier. Gehen wir erstmal durch die Tür durch. Ah ja. Mein Gott, da müssen wir jetzt Ryan helfen. Ich habe Ryan schon seit der ersten Minute nicht gehört. Aber nein, ich sollte ihr bei dem Date in Ruhe lassen. Habe ich für dich getan
Und was hat er mit dir gemacht? Kannst du laufen? Ja, ist klar. Geh zu den U-Booten. Warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich heilen können, aber hey. Dafür habe ich ihn ja nicht foltern lassen. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Okay, und wo ist der Verhörraum?